willkommen. Heute möchte ich darüber reden, wie man als Sänger einatmen soll. Die Einatmungsphase ist eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man die Ausatmungsphase in die Unterdrucksystem bringt und wenn der Körper den richtigen Tonus bekommt. Dennoch müssen wir hinten und vorne uns gleich spüren, gleich offen, gleich rund, hinten und vorne. Darum möchte ich euch heute eine Vorstellung geben, damit nicht nur vorne gedacht wird, sondern auch hinten. Das heißt, wenn wir einatmen, wir atmen eigentlich nicht speziell mit viel Luft ein, nur mit der Vorstellung, dass man einen Hinterkopf, im Hinterkopf auch noch ein Gesicht hat. Das seht ihr in meinem Buch in der ersten Seite. Und von diesem Hinterkopf atmet man ganz normal ein, bogenziehend zu den Fersen oder zu dem Steißbein. Oder zu dem 12. Brustwirbel oder zu dem 7. Halswirbel, 1. Brustwirbel und zu dem Atlasbereich. So empfindet man den Körper eigentlich in alle drei Dimensionen. Was hindert uns daran, dass man hinten den Körper oft einengt, beziehungsweise eher vorne einengt? Das gibt hier vorne einen Muskel, bei dem Schambein, obere Kante ist angesetzt, ein Pyramidemuskel. Dieser Pyramidemuskel ist ganz weit innen und dieser Muskel richtet den Körper auf. So kommen wir an unsere Halsmuskel Scalenus anterior, tief im Hals innen. Dieses System hilft, den Körper aufzurichten. Beziehungsweise bei dem Scalenus anterior atmen wir tief in die Lungenspitze, bis zum 3., 6. Halswirbel. Erste Rippe anheben hinter dem Schlüsselbein, ohne das Schlüsselbein anzuheben. Und so sind wir schon gleich in der Mitte. Können wir unsere Einatmungsphase mit dem großen Bogen nach hinten schicken. Dies werden wir jetzt mit Viola, auch mit Übungen und mit einem Lied zeigen. Also richtet eure Pyramidenmuskel da innen, mit dem der ganze Bauch aufwärts, beziehungsweise äußere Bauchmuskulatur entspannt sich, wie man eine Ranze loslässt. Und innen durch haben wir mit dieser Pyramidenmuskel die innere Säule aufgerichtet. Mit der Hilfe des Scalenus anterior ziehen wir die Luft in die Mitte und atmen wir in der Vorstellung an den großen Bogen. Manchmal geht die Luft zum Fersen, manchmal zur Kniekehle, manchmal zum Steißbein, dann zum 12. Brustwirbel, dann zum Atlasbereich. Und damit habt ihr das Gefühl von einem Raum rumherum. Jetzt singen wir ein Lied und da werden wir dieses Gefühl von diesem Raum rumherum auch den Ton in diesem ganzen Raum empfinden und spüren.
wenn du nochmals den letzten Teil machst, versuch ein bisschen mehr innen diese Pyramidenmuskel aufbauen, von der oberen Kante des Schambeins aus, aber parallel entspanne deinen Nabelbereich, deine Leisten und auch deine Zunge. Da kommst du besser in die Mitte und hast du den Raum hinten mehr im Griff. Du nimmst dich mehr als Ganzes, wie ein Kugel wahr. Zum. Glanz. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Lektion helfen. Wenn die Lektion euch gefallen hat, bitte macht ein Like und abonniert meinen Kanal und bis bald. Tschüss!